Wie jedes Jahr lud der Pensionistenverband Dreiskirchen zur Adventfeier. Mit Keksen und Punsch wurde gemütlich Resümee über das Jahr gezogen. Der Pensionistenverband, meine Damen und Herren, ist die stärkste Interessenvertretung der älteren Menschen in Österreich. Mit mehr als 300.000 Mitgliedern ist der Pensionistenverband die Vertretung, wenn es darum geht, für die älteren Menschen, für die ältere Generation in unserem etwas umzusetzen, zu fordern und auch durchzusetzen. Wir haben ja den Pensionistenverband und auch den Seniorenbund in Dreiskirchen und alles im Allen werden so ca. 800 Menschen diesen beiden Verbänden angehören, davon aber locker 500-600 den Pensionistenverband. Und warum ist das heute so wichtig? Noch wichtiger wie vor Jahren ist er heute, weil die schnelllebige Zeit, die Technik, die Vereinsamung der Menschen nimmt ja rasant zu. Und deshalb ist es wichtig, dass Menschen hier im Pensionistenverband Ansprechpartner finden, dass sie sich austauschen können, Sorgen, Wünsche, aber auch Freuden teilen können. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Aufgabe. Und ganz, ganz wichtig ist natürlich, dass es hier Funktionäre gibt, die sich ehrenamtlich einbringen. Weil ohne die Funktionäre, wenn wir das alles bezahlen müssten, wäre es unmöglich. Was hat sich getan im letzten Jahr? Wir haben Ausflüge gemacht, wir haben Theatervorstellungen besucht, wir haben an Reisen teilgenommen und wir hatten einmal im Monat in drei Ortsteilen jeweils einen Clubnachmittag. Wie wichtig ist das, dass man hier langjährige Mitglieder ehrt? Es ist teilweise für die Mitglieder schon sehr wichtig, dass man überhaupt zur Kenntnis nimmt, wie lange es sie bei uns schon gibt. Und es kommen sofort nach den Ehrungen Anfragen, sag, wie lange bin eigentlich ich jetzt schon dabei? Und im Grunde genommen, die Leute interessiert es schon. 35 Jahre sind Sie schon dabei und Sie waren auch eine lange Zeit die Vorsitzende. Ja, 20 Jahre war ich Reiseleiterin, alles Mögliche, Reisebetreuerin halt. Und bin überall mit den Pensionisten mitgefahren. Weil da war das schon so, die waren ja noch nirgends. Ne? Das war ja dann gleich nach dem Krieg. Und die waren sehr dankbar, alle die Leute. Eine Zeit zum Dankesang, aber auch um Resümee zu ziehen des letzten Jahres. Es war eine gute Gelegenheit, bei den vielen Jahresabschlussfeiern und Adventfeiern ein bisschen Bilanz zu ziehen über das Jahr. Das versuche ich immer. Ich glaube, es ist immer das beste Mittel, wenn man mit Menschen direkt spricht. Das kann nicht ersetzt werden durch schriftliche Zusendungen oder Artikel. Da geht es um direkte Information, das nutze ich. Ich erzähle auch immer schon, wie das Budget für das nächste Jahr aussehen wird, das ich in den letzten Wochen vorbereitet habe. Und man gibt natürlich auch Sicherheit, wenn Menschen sich mit dem Bürgermeister miteinander sozusagen in eine Phase einlassen, dann nachzudenken, was Stadtentwicklung anbelangt, was Ökologie anbelangt, Generationen und das Miteinander in der Stadt und ein bisschen teilhaben zu lassen an meinen Gedankengängen. Man sieht ja dann oft nur die Resultate, aber ich glaube, das Wichtigste ist, wenn man Menschen auf der gemeinsamen Reise mitnehmen mag in der Stadtentwicklung, dass man sie anteilnehmen lässt an den Gedanken, die dazu führen.